liebe Eiszähler, heute haben wir zwei ganz spezielle Gäste bei uns, die schon für viele schöne Stunden da bei uns in der Hütte gesorgt haben. Das ja speziell auch der Bob schon viele Spiele von uns angeschaut haben und die natürlich prädestiniert sind, auch, dass da heute ein bisschen was zu unserem Verein sagen und vielleicht dann im Anschluss auch noch das eine oder andere mit Unterhaltungswert für euch wiedergeben. Ich begrüße den Helmut Moschig und den Robert Gruber, besser bekannt als Mo und Bob, so kennen wir es und so lieben wir sie. Und ich würde bitte in Bob jetzt einmal bitten, dass du erzählst, wie so deine Beziehung zum Verein herunten ist und was du da schon alles erlebt hast. Ja, also zum Verein bin ich durch meinen Vater eigentlich gekommen, weil ich bin ja in Walfersheim aufgewachsen und für uns waren ja die Dimlocher Gegner. Also das war ja, da hat ja jede Siedlung hat ja eine Fußballtruppe gehabt. Nicht? Und da war ich eigentlich in meiner Jugendzeit nicht für herunten. Wie ich dann aber von den USA zurückgekommen bin, war mein Vater da herunten Vereinsmitglied, unterstützendes Mitglied und war gern herunten und da bin ich einmal runtergekommen und hab da dürfen gleich mal bei einer Party mitmachen und dann habe ich ja über die Zeit heute, über die letzten 10, 11 Jahre, habe ich dann eben auch zum Verein so gefunden, dass ich mir immer, wenn ich da war, die Match angeschaut habe am Wochenende, wenn wir nicht unterwegs waren mit der Band und Benefits und so gespielt, ja, Veranstaltungen, Geburtstage, Vereinstage und so. Und das, also die Aufnahme war für mich da herunten ganz herzlich, wie gesagt, kennt doch ein Vater gewesen sein, kennt aber auch gewesen sein, weil wir immer gerade haben. Der Mo kommt ja aus der Basketballnische, aber wir haben schon viele launige Abende da verbracht. Erzähl du vielleicht, wie du da dazu gekommen bist und was da alles so los war, ja, weil ihr da gespielt habt. Meine Geschichte ist natürlich ein bisschen globaler, also wie der Hauli gesagt hat, die Dimlacher waren die Gegner, für mich waren die Steirer die Gegner. Ja, genau. Aber ich bin seit 94 in der Steiermark durchs Basketball gekommen, da habe ich meinen Profivertrag herum unterschrieben. Und ich fühle mich da sehr heimisch, ich fühle mich sehr wohl mittlerweile und habe meine Familie da. Ja, ich wollte immer Basketballer und Musiker werden, ja, und habe das dann zuerst das mit dem Basketballer gemacht und dann habe ich mal den Hauli eintreten. Und dann ist es mit der Musikerkarriere auch noch was geworden. Und der Hauli hat mir in meinen Anfängen daher mitgenommen. Und ja, das hat mir taugt. Ich mag diese Gemütlichkeit, diese Leid, einfach, ehrlich, geradeaus, ja. Und das hat mir sofort taugt und der Hauli hat mir die ersten Sporen verdient, der Hauli hat mir ein bisschen was gezeigt. Mittlerweile tue ich ja mit meiner eigenen Band und also wenn die Dimlocher anrufen, ja, und sagen, Mo, da im Rapid Stieber haben wir irgendeine Sause, bitte machen Sie was, gern, immer gern, ja, und wir sind da sehr unkompliziert, gell? Also von, es reicht ein, kann ich nur bestätigen, es reicht ein kurzes Murau und ein Toast, ja, und dann spielen wir schon für euch, weil das ist immer netter und ich sage es so wie ich, wenn man die Kapazität hat, ich muss nicht von der Musik leben, ich mache das gern. Das ist, und ich kann es bestätigen, es sind wirklich wunderschöne Stunden gewesen, die wir bislang da verbracht haben, mit euch und eurer Musik natürlich. Bob, du hast aber ja nicht nur die Musikschiene da unten, sondern du hast ja auch schon viele Spiele angeschaut. Was sagst du zu unseren Jungs, wenn du das herumrennen siehst? Ich bin immer wieder begeistert. Also ich habe da eine ganz spezielle Beziehung zu einem von den Spielern, der da gekommen ist, war ja in meiner Kapazität als Flüchtlingsbetreuer in Levan Edlerschwili da hergebracht habe. Genau, der dich ja auch sehr lobend erwähnt hat, ja, also, und der ein ganz ein herzlicher Mensch ist. Ja, jetzt hat er endlich einmal ein Tor geschossen, wie der passt. Nein, also das war für mich ganz einfache Sache. Ich kann mich erinnern, der Luba war herunten der Coach, und wie gesagt, wie der Umgang ist mit den Jungs, wie die Atmosphäre sich gestaltet über eine Saison, was kämpfen, was er sich beweisen und zeigen und dann einfach da weggehen und erfolgreich sein. Also ob das ein Tormann ist oder ein Spieler, wie gesagt, mir taugt die Nähe ganz einfach. Und wenn ich da ein bisschen was geben kann, nur von einer Idee, dass da eine Welt außerhalb von dem noch auch ist, das ist immer für mich was, wo ich dann bei den Jugendlichen einsteige. Also da erzähle ich dann gern, was halt möglich ist draußen, nicht? Außerhalb von da. Wunderprächtig, wunderprächtig.
Mo, kommen wir zu dir wieder zurück. Wir sind ja da auch schon gesessen und haben am Tisch geschunkelt. Du hast das vorher kurz angesprochen, aber vielleicht noch intensiver. Was gefällt dir besonders von den Leuten her? Mit wem kannst du da unten besonders gut? Und wie taugt es dir, wenn wir doch das ein oder andere Stündchen dann länger anhalten, wie sie quasi gebucht hat? Also ich sage es einmal so, vielleicht liegt es auch in meiner Natur, ich habe noch mit nie jemanden streiten müssen. Ja, ja. Das ist ganz gut. Und ich hab ja schon eine Serie gesehen aus diesem Programm, was ihr da jetzt macht. Ich finde es übrigens sehr super. Ja. Und also ein Name, der mir sofort einfällt, ja, ist der Hobby. Mhm. Ja. Legende. Das ist eine Legende, Herr Hobby. Ja. Ja. Und das haben wir natürlich angeschaut, da wie ihr diese Serie mit ihm gedreht habt. Und ja, weißt du, das ist halt immer so, wenn wir wirklich da gut feiern, der Hauli und ich, meistens gehen wir dann noch vielleicht einmal zu ihm heim, ans Trinken. Oft kann ich mich dann nicht mehr so erinnern am nächsten Tag. Das ist schon richtig, wobei ich ja da einen Kameraden weg habe. Das ist ja quasi zweimal umgefallen. Aber genau. Ich kann mich erinnern, dass du da mal ein paar Basketballer mitgebracht hast. Ja. Da hat einer Schlagzeug gespielt, der andere hat Bass gespielt. Ja, stimmt. Ja. Genau, genau. Die Basketballer dürfen sich als Musiker auch beweisen. Genau. Also wir versuchen ja auch, da ein bisschen fusionierend tätig zu sein. Also ich war ja dann auch nach meiner aktiven Karriere Nachwuchstrainer und ich habe ein sehr gutes Verhältnis gehabt mit den ganzen Trainern vom KSV, ja, und wir haben da gemeinsame Projekte gemacht mit Basketball und Fußball und die Kinder gegen einen Basketball und Fußball spielen lassen. Also ich schätze dieses Verbindende sehr. Ja. Und so sehe ich es auch da unten und auch für diesen ganzen dämlichen Bereich, jetzt wo ja mit den Wirten immer schwieriger wird da in der Region, also in der näheren Umgebung, wird das hoffentlich nach dieser harten Zeit ein Leuchtturm. In dem Land. Das versuchen wir tatsächlich, weil ihr wisst ja eh, wie wir die Benefizveranstaltung gemacht haben, warst ja du auch dabei, Bob, und hast da wirklich deinen Beitrag sensationell gut geleistet. Und es ist geplant, dass wenn endlich der Virus uns einmal verlässt, beziehungsweise so weit eingedämmt ist, dass wir wieder einigermaßen normal alles machen können, dass wir wieder eine große Benefizveranstaltung machen, wo ich euch jetzt schon auf diesem Wege, nachdem ihr jetzt Teil der Dokumentation seid, herzlich einlade und bitte, dass ihr dann auch wieder da für ein paar schöne Stunden sorgt, für unsere Leute, weil da gibt es ein paar, die freuen sich richtig, wenn ihr da seid und das eine oder andere Ständchen zum Besten gibt es. Und ich glaube, in dem Sinn möchte ich dann auch überleiten, dass ihr vielleicht jetzt euch auch für unsere zahlreichen Zuschauer musikalisch ein bisschen betätigt auch noch, weil das fehlt uns in der Dokumentation noch. Und ein Lied, das haben wir eh schon vorher besprochen, habe ich fordern müssen, weil es die Leute von euch so gern da hören. Und das zweite ist ein Lied von Bob, das natürlich auch sensationell ist. Auf diesem Wege kann ich nur empfehlen, nachdem viele unserer Dokumentationsteilnehmer ja schon eine CD von Bob gekriegt haben, schafft euch die an, das kann was. Und ich bitte euch jetzt einfach loszulegen und freue mich, dass wir im kleinen Rahmen da dabei sein können. Dankeschön. Danke auch. You're not dreaming, Signore.
you see back in old Napoli, that's amore. Wanda, Mond voll, da tut dir die Glut ein, Hand tut, das ist Liebe. Das ist Liebe. Und am Himmel die Sterne beim Schmusen, den Stern bist verliebt. Bist verliebt. Und das Gefühl, was du wirst jeden Tag verlierst, da geht, das ist Liebe. Das ist Liebe. Und bei Tag und bei Nacht bleibst du jetzt reißen und das kocht, das ist Liebe. That's amore. Und das Lied voll kapierst, der dafür nicht schön ist, bist verliebt. Und den ganzen Tag grinst, du hast das Glück, dass du spinnst, vor lauter Triebe. Excuse me, can you see back in dem Lach? This is Liebe. Der wird draußen dann noch viel größer kommen, wenn die Leute das sehen. War eine ganz tolle Geschichte und wunderschöne Erinnerungen, weil ich sehe vor mir, das Sportbuffet voll mit schunkelnden Menschen. Wunderprächtig. Und ich glaube, wir können direkt übergehen zum nächsten Lied. Ja, das ist auch so eine Sache, was ich da unheimlich toll finde, dass ich da unten meine originalen Sachen immer wieder ausprobieren und da empfangen wir mit meiner Kunst da und nicht nur als Entertainer, sondern als Künstler. Und da finde ich das ganz lieb, dass eben meine CD und meine Musik, die ich schreibe, auch ankommt. Wunderprächtig. In diesem Sinne, weiter geht's. Down the road that takes me to the girl I want, I think of ways to please her right, maybe help her make it through the night. You always say you like the way I touch you when I do. Nobody else will ever love you more. Deep in my pockets, I'm feeling kind of blue. I wish I were already home, so I could be with you. My arms and hold you all night long. I wanna feel your skin on mine and whisper you're the one. You always say you like the way I touch you when I do. Nobody else will ever love you more than I love you. My hands deep in I'm feeling kind of blue. I wish I were already home, so I could be with you. And if ever we're apart, I think of you and know you long for me, and in your heart you know my love is true. You always say you like the way I touch you when I do. Nobody else will ever love you more than I love you. My hands deep in my pockets, I'm
feeling kind of blue. I wish I were already home, so I could be with you. Be with you. Sensationell. Also ich kann jedem nur sagen, wenn ich die Patrizia so anschaue und wie wir uns angeschaut haben und das miterlebt haben, es wird Zeit, dass wieder was geht in diese Richtung. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, dass ihr mit zu den ersten Kandidaten zählt, wenn wir da nur irgendwas wieder machen können. Da würde ich euch wirklich herzlich bitten, weil da wird es Gänsehautmomente geben, nehme ich an. Ja, also wie gesagt, ich fühle mich da hier unten sehr willkommen und es taugt ganz einfach immer wieder mit den Leuten was zu machen, wurscht was es ist, ob es ein Spiel ist, ein Benefit oder eine Party. Es ist ganz einfach, das ist demnach. Perfekt, das ist fast das perfekte Schlusswort. Ich muss nur trotzdem ein Kärntner Schlusswort auch noch einstrahlen, weil das gehört natürlich auch dazu. Ja. Mo, bitte sag noch was, was du unsere Demlocher Leute sagen willst, wenn wir wieder loslegen. Ja, also ich sage mal Dankeschön, dass ich da so gut aufgenommen worden bin, auch als Kärntner, gell? Und ja, auf Kärntnerisch halt ein bisschen gemütlich und das passt mir dann schon gut. Sehr schön, wunderbar, perfekt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Es war ein wunderschöner Beitrag. Danke. Wir danken euch. Danke.